Wir befinden uns am Ufer des Roten Meeres und am Fuße des Heyas-Gebirges, wo sich eine der neuesten Strecken im Formel-1-Kalender befindet. Jeddah, Schauplatz des hoffentlich spannenden Grand Prix von Saudi-Arabien. Werfen wir einen Blick auf die topografische Karte des Jeddah Street Circuit. Wie Sie sehen können, müssen die Fahrer hier ein paar anspruchsvolle Kurven meistern. Es wird sich also zeigen, wer aus dem Training dieses Wochenende das meiste machen konnte. Und wie viele Straßenkurse ist es eine Strecke, bei der Fahrfehler meist nicht ungestraft bleiben. Also hoffen wir mal, dass das Safety Car heute nicht raus muss. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Aston Martin startet von der Pole Position und Charles Leclerc steht auf P2. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Russell, Hamilton, Sainz, Verstappen, Perez, Norris, Oscar Piastri, Gasly, Ocon, Joe, Stroll, Hülkenberg, Albon, Magnussen, Bottas, Tsunoda, Ricardo. Und Logan Sargeant. Welcher dieser hervorragenden Fahrer wird sich heute durchsetzen? Stefan Römer ist heute wieder bei mir in der Kommentatorenbox. Hallo Stefan, ich bin neugierig. Als jemand, der selbst schon auf der Strecke war, wie kommt man mit der Nervosität zurecht, wenn man seine Startposition einnimmt? Ich denke mal, Sie werden langsam das Adrenalin spüren, wenn Sie an den Weg zur ersten Kurve denken. Fast so, als ob man sich auf einen Kampf vorbereiten würde. Die unbekannte Situation fordert Nerven, doch das ist gut. So konzentrieren sich alle auf den Moment und ihre Umgebung, während wir auf den Start des Grand Prix zusteuern. Wir haben ein paar Punkte gesammelt. Bleib dran und arbeite auf eine weitere Platzierung unter den besten 10 hin.
SDRS wird in dieser Runde aktiviert. Du kannst es nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir und in der DRS-Zone bist. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 0,4 Sekunden. Die schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran. Gut gemacht. P1 für uns. Weiter so.
beeindruckende Teamarbeit und eine erstaunliche Fahrerleistung haben hier beim Großen Preis von Saudi-Arabien zum Sieg geführt. Stefan Römer, was denkst du? Wie haben sie dieses Resultat erzielen können? Ich denke, die Konstanz war heute der Schlüssel zum Erfolg. Schnell sein ist eine gute Sache, aber du musst eben Runde für Runde für Runde schnell sein. Wenn du das schaffst, kannst du von den Fehlern anderer Fahrer profitieren, falls du selber keine machst, und so weit nach vorne ins Feld fahren. Sie sind schon auf dem Weg zur Siegerehrung. Aston Martin hat es in diesem Sport wirklich weit gebracht. Und heute sind sie nach diesem außergewöhnlichen Rennen die verdienten Sieger. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Wieder ein solides Ergebnis für den Führenden der Meisterschaft heute, durch das der Abstand zum Rest der Konkurrenz weiter vergrößert wird. Wer war nach diesem unglaublichen Renntag dein Fahrer des Tages, Stefan? Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursmeisterschaft zu werfen. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Wow, das war auf jeden Fall ein aufregendes Wochenende in der Formel 1. Begleiten Sie mich und Stefan bald wieder, wenn wir mit mehr Formel 1-Action zurück sein werden.